Herzlich willkommen zurück zu Spyro the Dragon. Und wir sind jetzt fast so weit, dass wir sagen können, yo. Wir sind ziemlich weit. Wir haben nur noch einen Flug hier in dieser Welt. Und dann geht's für uns schon ins Endkapitel von Spyro the Dragon. Mal schauen, ob wir 12 Parts brauchen oder mehr. Ja. Den einen Part werden wir wahrscheinlich noch brauchen, für um zum Boss zu kommen. Glaube ich. Oder wir schaffen es in Part 11 schon. Schauen wir mal. Aber dann kommt Spyro 2. Viel geiler als 1. Safe call. Und Spyro 3. Zucker. Okay. Fangen wir mal mit Leuchttürmen an. Ah, müssen die verschieden hoch sein? Oh shit. Das ist nicht gut. Okay, Zeit verloren. Passiert, ne? Passiert den Besten. So, einen haben wir. Jetzt kommen die... diese Dinger hier ran. Denke ich mal. Schauen wir mal. Das geht ja gut von der Hand. Ah, da ist noch einer. Ich wollte schon abkürzen. So, ein Zug. Da ist er. So, dann machen wir die Fliegedinger. So, der geht runter. Der ist auch unten. Hä? Dann habe ich hier noch welche gesehen. Jawohl. Jawohl. Und jetzt zu den Kisten. Oh, Backe. Ich hoffe einfach mal, dass das hier die erste ist. Dass wir uns jetzt hier einfach dran lang arbeiten können. Komm schon, komm schon. Ja, yeah, first try. Flieg wie ein Adler. Errungenschaft freigeschaltet. Oh, easy. Beenden. Ist nicht beste Route gewesen. Aber geschafft ist geschafft. So. 12.000 ist Maximum. Sagt mir, glaube ich, auch mein Handbuch. 12.000 ist Maximum. 88% in 3 Stunden 4. Und wir können weitergehen. Was geht ab, Amos? Sehr gut, Spyro. Ich hoffe, du weißt, was dich noch erwartet. Dass dies Heimatwelt ist, nicht gerade der freundlichste Ort, den es gibt. Bereit zum Abflug? Auf jeden. Finale. Wow. Randale. Wow. Ah, schön. Wenn man so zum Ende eines Spiels kommt, wird man ja ein bisschen nostalgisch. Aber da das Spiel jetzt nicht so lange gedauert hat, hält sich das in Grenzen. So, Nastys Heimatwelt. Wie sieht's denn hier aus? Wow. Das gibt direkt Rubine. Nein. Ich war schon überall. Ich bin... strong. So. Ja. Vielleicht sollten wir erstmal mit unserem Davin reden. Hey, hatte ich dich nicht schon befreit? Jetzt bist du in Nastys Heimatwelt, Spyro. Und du musst ihn besiegen. Soll er nur kommen? Ich bin bereit. Erreiche den Ausgang in jedem Land von Nasty und nimm es dann mit dem Nork persönlich auf. Haben wir den echt schon befreit? Ja, schreibt doch mal kurz in die Kommentare, in welchem Part das war. Da kann ich mir das nochmal anschauen. Okay. Oh, das ist tatsächlich die erste Welt, die wir nicht beenden können. Weil hier drin befinden sich auch noch Rubine. Ach so, scheiße. Nordbucht. Eine der finalen Welten. Seid ihr ready?
Das erste Mal, dass diese Zahl verunstaltet wurde. Wir schaffen das. Wir überleben das. Ich werde mich zwar in den Schlaf weinen heute Nacht, aber wir schaffen das. Komm schon. Die Gnasty Gnorg Bucht. Alles Klärchen, Bärchen. Boah. Geht direkt los. Bam. Bam. Okay, geht nicht. Okay, die achten nicht auf mich. Auch schön. Dann kann ich hier schön entspannt mein Ding machen. Okay, hier brauchen wir Zeus. Raketenbombe hier. Sehen wir die von hier aus schon. Oh, ne, lol. TNT. TNT. Na, 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 na. TNT. Hier, bam. Gegeben, Alter. So. Dann wollen wir mal hier weiter tun. Weiter tun, was wir nicht lassen können. Oh, lol. Gut, dass sie selbst mehr oder weniger selbst zielend sind. Ja. Wow. Das war so nicht gedacht. Gehe ich jetzt mal von aus. Okay. Explodier selber in deinem Fass, du Asi. So, mein Freund. Latifa. Boah, dich kenne ich, glaube ich, schon. Weiter so, Spyro. Nasty hat bestimmt schon richtig Bammel vor dir. Ich an seiner Stelle hätte die Narkosen schon voll. Ja, richtig. Aber cooles Schiff, das erste Schiff, was wir sehen. Also Metall und so. Futuristisch. So. Ja. Und bam. Oh, aber was können. Lol, what? So. Zack. Super die Katz. Oh. Ja, selber schuld. Man sollte auch nicht auf ein TNT-Fass klettern. Ah, von da oben aus. Okay. Oh, er hat mich nicht gesehen. Böllern. Artillerie. Okay. Und rüber. Und nochmal rüber. Und Game Over. Sehr gut. Das läuft doch. Okay. Schwach. Schwache Truhe. Nur Einser, ey. Was, das lohnt sich ja schon fast gar nicht. Außer für die 100%. So, okay. Weitermachen. Schauen wir mal. Oh. Ah. Noch ein Leben. Haben wir noch nicht genug. So. Ah. Leute, ich kann es anzünden in seiner Hand. Ist ja witzig. Und zack. Thomas. Wow. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal gerettet werde. Schon gar nicht von so einem kleinen Drachen. Ich habe nie an dir gezweifelt, Spyro. Das will ich hoffen. Okay, langsam wiederholen sich die Arten der Gegner. Was zum Teufel war das denn? Okay. Die sterben gerade an sich selber und die eine Explosion hat mich erwischt. Wow. Wow. Mann, hier kommt also die Umweltverschmutzung her. Hallo, habt ihr noch nie mal an den Klimaschutz gedacht, ey? Oh. Ja. Yeah.
Strafe muss sein. Strafe muss sein. Meine Güte. Junge, Junge. Jawohl. Oh, hier ist ein... Oh. Kann ich damit auch... Haha! Ausgetrickst, Game. Wenn wir jetzt noch einen Schlüssel finden, wäre das richtig nice. Dann hätte ich das Spiel richtig outplayed. Oh. Bam. Und bam. Starkes Ding. Ah, hier ist noch ein... Ah, eine Truhe. Eine kaputte Truhe. Die in sich zerspringt, aber doch bleibt. Ah, poetisch. Okay. Hier ist nichts. Toll. Wurde noch nicht zu Ende gebaut. Ups. Was haben wir hier? Aha. Auf die Fresse haben wir hier. Oha. Kommen wir aber langsam hier ins Endlevel. Ja, verlangen sie aber einiges von einem ab. Richtig schwer. Okay. 11 Rubine noch. Das haben wir jetzt nicht am Anfang. Don't, wobei, so schlimm ist das gar nicht. Wir haben alle... Ah, sag mir nicht... Sag mir nicht, aus dieser Kacktruhe habe ich einen übersehen. Noch, weil ich habe ja wirklich direkt am Anfang eine Rubin vergessen. What the hell? Tatsächlich. Bam. Ja, gut. Ne? Kennen wir ja das Prozedere. Zu weit weg. Raus teleportieren. Auch wenn ich in einem Part gesagt habe, das mache ich normalerweise nicht, aber das war ich in der Vergangenheit. Da, der hat halt keine Ahnung, der Junge. So, welches Tor hat sich geöffnet? Hi. Muss ich... Oh. Okay. So wie es aussieht, muss man das Level wirklich beenden. Oh, scheiße, ey. Gut. Beenden wir das Spiel. Kann man abkürzen? Machen wir jetzt mal einen Speedrun. Mal schauen, ob das was wird. Okay. Das Ende ist ja irgendwo da hinten. Ja, 100% des Levels abgeschlossen, aber... Oh, so eine Scheiße. Oh, Mann. Das wird ein toller Speedrun, wenn ich jetzt schon kein Leben mehr habe. Haha, das geht. Das geht nicht. Aber ich kann ja einfach noch vorbeilaufen. Ha! Getrickst. So. Ups. So, einmal reicht. Dann ist er benommen. Nächster. So, ja, yeah, wird gespielt. Nächster Jump and Run. Ja, weil ich kann. Zack, zack, zack. Was machst du hier? Nichts Tolles. Bam. Okay. Andere Seite.
Hatte ich zwar jetzt nicht vor, aber okay. So. Dann wollen wir mal. Zack. Bam. Zack. Bam. So. Level beendet. Zack. Ratastisch. Errungenschaft freigeschaltet. Keine Ratte in diesem Spiel verletzt. Easy. So, jetzt will ich aber auch Erfolge sehen. Ah ja. Hafendämmerung. Okay. Und weiter geht's. Aua, wir kommen so nah ran. Könnt ihr schon riechen? Könnt ihr das Ende schon riechen, ey? 11.025. Nur noch 975. So. Jetzt geht's los. In diesem... Ich habe hiervon schon einen Guide gemacht. Wo es in dieser Welt die Zahnräder gibt. Ja. Mal schauen, ob ich sie alle noch finde. Wahrscheinlich nicht. Du bist aber ein richtiger Gangster. So. Also. Wir haben eins hier. Das war Nummer 1. Glaube ich. Ah ja. Nummer 2 ist hier oben. Ja. Ja. Danke, dass du mich gerettet hast. 2 haben wir von Fünef. Hör mal auf damit. So, wir werden natürlich auch wieder alle 5 finden. Wir versuchen. Hier müsste doch ja noch eins sein. Da, in der Ecke. 3. Ja, lass mal sein. So. 2 Stück noch. Ah ja, das. Ah ja. Stimmt. Hier gibt's ja jetzt gleich Speedy Gonzalos. Nimm dich von Nordkommandos in Acht, Spyro. Die sollten sich lieber vor mir in Acht nehmen. Okay. Ich glaube, die hier sind so alle Wiederholungen. So, aus jeder Welt ein paar. Oder aus jeder Welt ein? Keine Ahnung. So. Gib Gummi. Und da oben rein. Bam. Sehr stark. Das ist natürlich jetzt hier nur, um ein bisschen abzuschabbern. Hier oben gibt es kein Zahnrad. So, von hier aus kommt man dann eigentlich gut hier dran. Das Leben ist uns egal. So, jetzt machen wir das hier mal wieder runter. Wir wollen geradeaus rennen. Wir müssen dann nämlich ein paar Rubine wieder einsammeln. Bam. Was habe ich hier eben gerade noch gesehen? Hä? Wer hat sich hier versucht zu verstecken? Huh? Ah ja. Ihr Schlingel. So. So leicht kommt ihr mir nicht davon, meine Freunde. So. 2 Zahnräder noch. Und keine Ahnung, wie viele Rubine. Aber wir sind hier soweit, glaube ich, durch. So. Denn...
Nee. Wann anders? Da hinten ist Nummer 4. Ja, da kann ich. Jo, sicher. Double Hit. Arschloch. So. Das hat weh getan jetzt. Das tat weh. So, aber hier ist Nummer 4. Und Nummer 5 müsste am Ende sein. So, was haben wir denn noch vor uns? Zwei davon und da hinten. Ich, das war gemein, das war ein Schuss in den Rücken. So, ja. Jetzt müssen wir, glaube ich, alle nochmal sammeln. Das heißt, wir machen sie gleich zum Schluss nochmal separé. Machen wir hier gerade mal klar Schiff. Ach, dieser Huren. Dieser Juan. Ja, die sind alle wieder da. Okay. Warum hat der denn gerade so scheiße geschossen und plötzlich wieder so wie ein junger Gott? Ja. Verarsche. So. Und der letzte müsste eigentlich. Da. Da sein. Okay. Also gut. Sowieso welche vergessen. Gut, dann machen wir mal von hinten rum. Also, hier ist einer. Dann haben wir hier noch einen. So, haben wir noch ein Leben. Aha. Ganz am Anfang. Alles klar, dann. Wir müssen erstmal natürlich die Brücke wieder hochfahren. Sonst wird das nichts mit dem Sprung nach oben. Ich finde schön, dass die Gegner weg sind. Okay. Dann haben wir hier noch einen. Ups. Dann ist hier noch eins. Aha. Ja, nehm mal. Jawohl. Und jetzt das letzte befindet sich in dem grünen Raum. In der Ecke, ganz im Dunkeln. Das waren dann alle 5. Ihr glaubt nicht, wie lange ich nach dem gesucht habe, dass das da hing. Dass da an dem Türrahmen hing. Ewig lange. Das hat mir so viel Zeit gekostet beim Durchziehen vom Marathon. Warum kriege ich keine Errungenschaft dafür? Gibt 6? Wenn ihr natürlich die Errungenschaft sehen wollt, wie es wirklich funktioniert, dann könnt ihr natürlich gerne in meinen Kanal schauen. Da befindet sich irgendwo das Video dazu, wo ich es bekomme. Auf der PlayStation 4. Easy machbar. So. Guck mal. Gnasty Gnork. Alter Vater. 200. So. Aber ich würde sagen, den Boss machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.